Willkommen zurück zu einer weiteren schmutzigen Folge Dead Space. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer dreckigen Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Gewinnspiel läuft für die PC-Version. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Wir sind hier on Tour. Und verfolgen eine sehr imposante, sehr wichtige Nebenmission. Und irgendwie klingt es so, als würde ich hier verfolgt werden. Wo bin ich hier? Und wer sind die? Wer sind diese Viecher da draußen? Du wurdest auserwählt. Okay, für was wurde ich denn auserwählt? Für einen Preis? So, da bin ich. Finde den Bericht auf der Brücke. Und, bekommen wir Besuch? Haben wir Freunde hier, die uns angrapschen wollen? Hier lang? Okay, und irgendwo hier ist der Bericht. Alles klar, soll ich mich hier durchklickern oder was? Ah, gefunden. Okay, dann vergeuden wir noch mehr Zeit und zeichnen es auf. Zufrieden? Nein, ich bin nicht zufrieden. Wir haben einen toten Arbeiter. Wir können Brent Harris nicht sedieren. War Harris nicht Ihr Patient? Sie hätten uns warnen sollen, dass er so ausrastet. Captain, Harris leidet an einer Art Demenz, die wir nicht vollständig verstehen. Er machte Fortschritte, bis Dr. Mercer seinen Fall übernahm. Trotz meiner Einwände. Habe ich gelesen. Ganz ehrlich, diese Fehde gegen Dr. Mercer klingt mehr nach Engstirnigkeit. Bitte was? Sie haben also nie Mitglieder unserer Kirche beraten und gegen Unitology aufgebracht. Ich sage, dass Mercers Behandlungen unethisch und gefährlich sind. Warum bringt er Harris immer wieder auf die Hydrostation? Die Krankenstation ist ein Schutzraum, nicht Mercers Privatlabor. Hören Sie auf, ihn zu decken. Noch mehr Anschuldigungen, wieder keine Beweise. Sie finden ihn aus. Brent Harris wird nicht der Letzte sein, Captain. Das wissen Sie. Tracking von relevanten Rig-Aktivitäten. Okay, wie es scheint, geht's noch weiter in der guten alten Hydrostation. Mann, das jagt mich ja wirklich quer durchs ganze Schiff. Die Hydrostation. Müssen wir da nicht wieder ein bisschen mit der Railway durch die Gegend cruisen? Ja, ich glaube schon, ne? Aber ich muss die Wahrheit aufdecken. Ich brauche die ganze Wahrheit. Und nicht nur so ein bisschen Wahrheit. Ich muss die ganze Geschichte sehen. Und ab geht's. Hydrostation, ja. Die sich wieder ganz da hinten befindet. Hydrostation. Ja, Dr. Mercer hat also Frankenstein gespielt. Nicole, meine Perle, hat das Ganze gesehen, aufgedeckt, konnte es aber wohl nicht gänzlich beweisen. Der Captain hat hier nicht geglaubt. Oder sagen wir besser mal, er wollte eigentlich nichts davon hören und hat Mercer freie Hand gelassen. So, Hydrostation. Hydrotastisch. So, Seemann, öffne dich. Da wären wir auch schon. Okay, wie lange geht das wohl? Wie lange geht das wohl? Was ist eigentlich mit diesen anderen Sachen hier? Maschinenraum? Monorail-Wartung. Oh Gott, wie viele sind das denn?
Ist krass, wie viel es hiervon noch gibt. Jetzt machen wir erstmal die Nummer hier durch. Aufnahme. Ja, aber kann man das nicht endlich mal abstellen? Weil der haben wir ja schon geholfen. Dass das immer noch läuft. Der Westturm. Ich glaube, an ein paar Sachen komme ich noch gar nicht ran, weil wir immer noch nicht alle Überbrückungen besitzen. Okay, jetzt musst du durchziehen, mein Jung. Dann scheint hier nach oben. Das Problem ist hierbei, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so auf dem Weg durch die Hauptstory hätte verfolgen können, weil es alles so auch ein bisschen versetzt war. Okay. Nach oben. Etage 2. Etage 2, mein Freund. Ist die Tür offen da hinten? Yes. Sehr gut. Ach ja, ich habe einen Kommentar bekommen, ob ich mein Buch, nachdem ich es ja gelesen habe, wieder weiterverkaufen würde. Nein. Das bleibt in meinem Besitz. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal lesen und wie gesagt, ich habe dafür sehr viel Geld ausgeben müssen. Toxische Gefahr registriert. What? Wow, 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 wow. Oh nö, oh nö. Warum ist denn hier noch Gas? Ich dachte, die Filtereinheit hätte alles gereinigt. Toxische Gefahr beseitigt. Ich darf das doch aufnehmen, oder? Sie werden bald Ihre Sprache verlieren. Es ist so grün hier. Es gibt schlimmere Orte, um diskret zu arbeiten. Hier gibt es Gifte, die in der Nähe der Krankenstation niemals erlaubt wären. Und jetzt können Ihnen diese Gifte nichts mehr anhaben. Mehr Regeneration. Werde ich Sie töten? Wenn Sie das versuchen, Mr. Harris, bleiben mir noch ein paar Optionen. Das Eindämmungsmodul zum Beispiel. Erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Gehirn-OP? Stase bei Bewusstsein, sehr nützlich. Hätte ich bei meinem letzten Modulentwurf nur nicht so viel Osmium verschwendet. Das hat wehgetan. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Tot. Lebendig. Vollkommen. Vielleicht ist es dann Zeit für Ihre erste richtige Jagd. Kranker Wichser. Kranker, kranker Wichser. Oh, wo, 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 du. Du Pisser, wo kommst du denn her? Oh, Kacke! Alter, was hält der aus? Oh mein Gott, das gibt es doch nicht! Alter, was war das denn eben gerade bitteschön für ein Elite-Dude? Toxische Gefahr registriert. Heilige Kacke, war der mies unterwegs. Knoten. Toxische Gefahr beseitigt. Tja, von wegen. Hier ist ja auch immer noch jede Menge Gestank unterwegs. So, dann kümmern wir uns mal um die VIPs. Okay, die ganze Mission hat mich im Endeffekt zu einem Upgrade für mein Stase-Modul gebracht. Why not? Boah, hat der viel Munition gefressen. Es war teuer, mich mit dem anzulegen.
Ich hätte so gern gesehen, wie Harris sich nach und nach verwandelt hat. Tot, lebendig, vollkommen. Tja, anscheinend ist es ein Glück, sich zu nekromorphizieren. Oh, hier ist so eine Tür, die wir noch gar nicht geöffnet haben. Komm schon, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin! Noch irgendwas hier drin? Knoten. Gott, habe ich viele Knoten. Oh nein. Irgendjemand nervt hier rum. Will ich's wissen? Ich glaube nicht. Ja, ich hätte gerne gesehen, wie er sich verwandelt. So, wir haben wieder jede Menge Kram. Für Cash. Habe ich dieses Stase-Ding im Inventar? Nee. Hm. Okay, Maschinenraum. Monorail-Wartung. AAS-Geschütz. Liegt das mit auf dem Weg? Officer White. Ach, Miss Cross. Sie können aber auch nie aufhören, ne? Es geht ewig weiter hier mit Elizabeth Cross. So, Monorail. Die will er auch verwenden. Was denn hier? Abriegelung überbrücken. So, wo ist das denn? Das ist auch ganz vorne, da müssen wir glaube ich so oder so hin. Dann passt das ganz gut. Dann holen wir uns nämlich dem seinen Rick und dann geht's weiter mit der Story. Mal eine Werkbank vielleicht noch finden. Irgendwas jiggelt da draußen rum und will mir hart an den Lachs buttern. Ich höre da noch etwas jiggeln. Nächster Halt, Brücke. Gut, nächster Halt, Brücke. Schön auf der Brücke, du. Okay, weiter hier lang. Hier geht's dann, glaube ich, auch zur VIP-Area. Hauptatrium. Ist das schon direkt hier vorne? Nee, hier rein. Boah, das Geflüster wird schlimmer. Am Anfang war da noch nicht so viel Geflüster hier. Klingt nicht gesund. Klingt absolut nicht gesund. Außenzugang. Echt hier? Doch mehr als ich dachte von der Entfernung. Nicht berühren. Tja, was macht Isaac? Er toucht.
Müssen wir in schwerelosen Raum? Eintritt in Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Wo hängt denn der Bu? Ganz da hinten irgendwo. Boah, wie cool das aussieht. Noch weiter da hinten. Habe ich für den Kram hier genügend Sauerstoff? Da hinten sehe ich was. Wie kommt der denn dahin? Alright, ich habe seinen Rig. Warum ist da was aufgeplatzt? Bedenken wir die Sauerstoffproblematik. Wir sollten... Obwohl, hier ist, glaube ich, eins, oder? Alles gut, Isaac. Warte, sind die Dinger außer Betrieb? Alles gut, dachte schon. Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr räudig. Schwerelosigkeit deaktiviert. So, du alte Eisbeule. So. VIP. Hier längs. Kümmern wir uns mal ums VIP-Shuttle. Das muss ja eigentlich auch hier irgendwie in der Nähe sein. That's the way, my friend. Bah! Okay. Okay. Er hatte keinen Bock auf Sterben. Moment, er ist schon tot. Er hatte keinen Bock auf noch mehr Sterben. Jetzt stimmt's. Na, hier war wieder so eine Meistertür. Wo wir die Master-Überbrückung benötigen, die wir immer noch nicht besitzen. Aber hey, vielleicht in der VIP-Area. Das mit den Überbrückungen ist ja alles Remake-Gedöns. So, wo willst du uns hinführen? Da lang. Da lang. Guten Morgen. Jetzt habe ich genau einen Schuss plus gemacht. Ganz schön nebelig hier drin. Oh, nicht gut. Boah, nee, nicht du. Nicht du. Oh. Widerliche kleine Racker. Ja, kommt. Da einfach noch so eine Hand am Rumjoggen war. Wo? Wer? Was? Wo denn? Oh, bin ich bescheuert? Ist der unsichtbar? Moment, es gab unsichtbare Gegner? Seit wann gab es unsichtbare Gegner? War das ein Bug? Nein, oder? Es gab doch keine unsichtbaren Gegner. Leute, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Hier will er durch. Wir haben keine Heilung. Good news. Für Menschen, die keine guten Neuigkeiten wollen. Good news for people who love bad news.
Wir haben keine Heilung. Tja. Hier geht schon mal nichts. Credits, Munition. Schön, dass mit der Heilung so geknausert wird. Dachte immer, das Spiel gibt dir genau das, was du benötigst. Isaac, ich verliere dich. Irgendwas auf dem Besatzungsdeck stört wohl das Signal. Ich weiß, was dieses Etwas ist. Wenn der Marker aktiv ist... Scheiße. Das Besatzungsdeck ist abgeriegelt, aber die Deckleitung hat vielleicht einen Schlüssel. Letzter Aufenthaltsort war der Sportbereich. Wie lange dauert es, den Singularitätskern im Shuttle zu installieren? Nicht lange, wenn mich niemand aufhält. Hau rein. Wir dürfen Ihnen den Marker nicht überlassen. Hau rein, Bruder. Oh, jetzt geht's los. Ach du heilige Kacke. Haben die sich wirklich mit Plastikbeuteln... Das ist so krank. Das war schon im Original ziemlich derb, aber hier sieht's halt noch krasser alles aus. Das ist so verdammt krank. Bah. Leute, Leute, Leute. Tut das nicht. Tut das bitte, bitte nicht. Moment. Ich will noch was kurz gucken. Ja gut. Munition habe ich eh genug. Auch dieses ganze Gekritzel. Spiel sagt hier lang, dann gehe ich hier lang. Umkleiden und duschen. Sexy. Freigabe bestätigt. Level 3. Überraschend. Ingenieursrig. Alter, die Duschen sind echt wild. Hier würde ich mir gerne ein paar Audiologs wünschen, um so die letzten Gedanken dieser Menschen zu hören. Weil die Nummer in den Duschen, die ist echt übel. Ein Textlog. Benutze das Kinesemodul, um den Ball zu greifen und ihn in die Ringe zu werfen, bevor der Timer abläuft. Für das Bestehen jedes Levels erhältst du eine Belohnung, die du in den Spinden abholen kannst. Wenn das Innere eines Rings aufleuchtet, ziele auf diesen Ring, um einen Punktemultiplikator zu erhalten. Am Ball bleiben. Ach, hier gibt es wieder irgend so einen Ballsport. Hier oder was? Ja, okay. Ich brauche Energy. Aber wir gehen erstmal ganz kurz an die Werkbank. War doch irgendwo eine oder nicht? Oder bin ich hier bei der Shop? Hier liegt noch irgendwas. Erstmal Katamunition. Ah, das ist schon sehr krank, was hier abgeht. Hier war die Werkbank. Alright. Was war das Ingenieursding? Ich dachte, das wäre was für ein Anzug gewesen, weil es gibt ja nochmal ein Upgrade, oder liege ich da falsch? Sie haben noch so viele Knoten ausgegraut. Oder muss man das erst im Shop einlösen und dann kann man das Upgrade sich holen?
Ist das die Reihenfolge, die man benötigt? Ja. Okay. Alright. 60k. Butters rein, mein Sohn. Butters rein. Jetzt stellt euch vor, ihr geht da rein. Nicht ordnungsgemäß und werdet da wirklich totgelötet und gepresst, ne? Wie der eine da gestorben ist. Das muss echt mies sein. So, Freunde. Sexy Isaac. Noch tankiger als je zuvor. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich liebe diese ganzen Animationen. Das ist eh sowas, das haben mittlerweile immer mehr Spiele wie The Last of Us, wo du auch gesehen hast, wie immer die Waffe verbessert hat. Oder was hatten wir letztens noch, wo ich es auch immer gelobt habe? Callisto-Protokoll. Genau, die hatten es auch richtig schön. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.